So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Zelda, fehlender Pfad heißt dieser Schrein hier, den wir beim letzten Mal erforscht haben. Wir sind auf dem Weg in die Gerudo-Wüste, sind allerdings erstmal ein bisschen hängen geblieben, wieder durch einen Stall. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier so tun. Da ist schon mal eine Truhe drin. Okay. Das hat nicht hingehauen. An den Dingern kann ich auch nicht hochklettern, ne? Ich kann an beiden nicht hochklettern, ne. Ärgerlich. Aber dann muss ich das halt so machen. So. Okay. Damit haben wir die Truhe geschafft. Sehr schön. Dann kommst du wieder mit. Hallo. Und wir wenden einfach den gleichen Trick nochmal an. So. Was soll ich jetzt hier tun? Ja, doch, okay, alles klar. Ah, okay, doch nicht so ganz, alles klar. So müsste es doch jetzt funktionieren. Yes! Sehr schön. Aber darauf wird er jetzt nicht halten. Ja, das ist nix. Ja, das ist nix. Wenn er da nicht hochgeht, dann habe ich ein Problem. Der geht da nicht hoch. Der geht da nicht hoch. Oder soll ich am Ende... Also ist es so simpel, wie es gerade... Soll ich einfach nur hier drauf mich stellen dann? Ist das hoch genug? Das wäre ein bisschen lächerlich. Ah, lol. Ja, okay. Das war zu einfach, die Lösung. Die war zu einfach, die Lösung.
Na gut. Na gut. So. Wir haben jetzt folgende Mission. Wir müssen das Bild, was wir vom Kirschblütenbaum gemacht haben, zum Stall bringen. Und wir müssen das Zeitungsding lösen mit der Person, die Hilfe braucht. Insofern, let's go zurück zum Stall. So, der ist, wo ist er denn hier, ne? Ja. Oh, hier sind ganz viele Äpfel. Okay, also der Satori-Berg ist für Gemüse und so gar nicht verkehrt. Da waren noch Fit-Karotten, ne? Und Pilze überall. Not bad. Not bad at all. So, guck mal, was für ein schönes Bild ich hier habe. Ja, guck mal hier. Ah, ich muss es selber auswählen. Ja, okay, hier. Ja, häng auf. Okay, sehr schön. Ah ja, aber die hängen da dann wirklich genau das Bild auf, was man selber gemacht hat. Das ist cool. Wenn du mir ein anderes Bild, dann male ich es direkt. Ja, nee, also da kann man sozusagen selber den Stall gestalten. Oh, das gibt Stallpunkte. Okay. Stallpunkte und Essen. Nice, nice. Okay. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann können wir eine Prämie auslösen. Ja. Pferdegottstoff. Ja, juhu. Kannst du im Marlon-Bett übernachten? Wenn dieses Bett schläft, erhält eine Weissagung des Pferdegotts Marlon. Okay. Weiß nicht, ob ich das brauche, aber hey. So, dann gucken wir jetzt mal da nach hinten in diese Schlucht, von der aus diese Hilferufe kommen sollen. Ob wir da schlauer werden. Ja, hier ist die Person. Oh, du musst helfen. Ach, wenn uns nur jemand beistünde. Oh, blonde Haare. Ich kenne deinen Namen nicht, doch ich benötige deine Hilfe. Jemand, an dem ihr viel liegt, befindet sich in großer Gefahr, in Lebensgefahr. Und wenn es sich handelt, kann ich dir nichts sagen, doch diese Person kann sich nicht bewegen. Und ich bin zu schwach, sie allein zu fragen. Nichts wie los. Die Person befindet sich in einem Versteck, um sich vor Banditen zu verbergen. Wir sollten dorthin sofort aufbrechen und Acht geben, dass wir dabei nicht gesehen werden. Ich warte ein Stück dieser Straße hinunter. Treffen wir uns dort?
Alles klar, I guess. Also ist das mit dem Nicht-Gesehen-Werden jetzt wirklich relevant, oder? Weil jetzt extra hier diese Viecher aufgetaucht sind? Okay, das ist nicht die Person, Lul. Alter. Ich helfe dir jetzt, ist mir egal. Dude! Habe ich nicht gerade extra auf mich aufmerksam gemacht? So. Brenne. Aber die wissen auch nicht, wann vorbei ist, ne? Oha. Wie gefällt das, wenn hätte mein Ende sein können? Danke dir von Herzen. Nimm das als deinen Lohn an. Nice. Maximale Heilung von. Die geben halt immer richtig viel gutes Zeug, wenn man diese Wanderer rettet, ne? Und so viele Bockblindherzen. Nice. Sehr, sehr nice. So. Hat zwar jetzt nichts mit dem Versteck wahrscheinlich zu tun gehabt, aber hey. Die sind mir sowieso auf den Keks gegangen. So, und wo soll jetzt da jemand sich versteckt haben? Das ist die Scheiße. Noch ein Bockblindherz. Nice. So, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt das Ziel erreicht habe von der Quest. Aber vielleicht kann sie mir ja was sagen dazu. Hier drüben. Bitte verzeih, dass ich dich zurückließ. Ich war nur in solcher Sorge um die Person, der ich Hilfe zu bringen versprach. Diese Person hält sich in einem Versteck verborgen. Ach so, das Versteck haben wir noch gar nicht. Gut, dass ich jetzt nicht weiter gesucht habe. Ah. Auf die Klippen, okay. Okay. Mein Gott, sag doch einfach, wo es ist. Holy moly. Am Ende ist ein Jäger, der mich einfach da wieder runterstößt. Ich traue niemandem mehr bei diesen Missionen. Oh. Kleines Krog-Rätsel zwischendurch. Why not? Na.
So. 38 Samen, das kann sich doch sehen lassen. Oh, hier komme ich zum Kolosseum direkt. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Da ist bestimmt auch wieder eine Leune drin. Habe jetzt nicht so Interesse dran. Aber wenn wir schon hier oben sind, wenn wir schon hier hochgeführt werden, kann man natürlich mal kurz reingucken von oben. Ja, Arena-Ruine. So. Da steht sie wieder. Ich sehe das kommen. Das ist ein dummer Jäger, der mich gleich darunter jietet. Endlich. Wie unhöflich von mir. Ich danke dir für dein Kommen. Hier entlang die Person, wegen der ich um deine Hilfe bat, befindet sich direkt vor uns. Sie erwartet uns an den herabgestürzten Ruinen auf der gegenüberliegenden Klippe. Ich werde vorangehen und unser Kommen ankündigen. Wie willst du von da vorangehen? So, die ist jetzt einfach weg. Und jetzt ist die da drüben. Okay, nachdem ich hier wieder hin möchte. So. Machen wir das jetzt einfach so. Das ist auf unserem Plateau, sehe ich gerade, oder? Ist das unser Plateau? Ja, das ist unser Plateau. Um dich zu testen, das blonde Haar, der Mut, den Weg hierher zu bezwingen. Und vor allem diese Selbstgerechtigkeit. Ja, es ist ein Jäger, sag ich doch. Du bist der Leibwächter der von Prinzessin Zelda, Link der Retter, habe ich nicht recht? So treffen wir uns also endlich. Lass mich dich zum Ziel unserer Reise geleiten. Zu deinem Grab. Es war so klar. Komm, du kriegst die Blitzkeule ins Gesicht. Extra für dich. Die droppen ja gar nichts. Cool. Die droppen überhaupt nichts. Okay. Also, na gut, dieses Mal lasse ich dich noch ziehen. Aber sei gewarnt, beim nächsten Mal gibt es keine Gnade. Ja! Hallo, Kollege. Hier hat es dich also verschlagen. Eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. Ich habe aus der Luft das Gebiet abgesucht, in dem die geheimnisvolle Frau gesehen worden sein soll. Ja, ja, komm, wir machen bla bla bla. Wie immer, nichts Wichtiges, Siegerbande, bla bla bla. Vier Gerüchten auf den Grund gegangen. Wir haben eine Belohnung von Kletis bekommen. Krötenanzug! Let's go! Ideale Ausrüstung bei Regen, da die spezielle Oberfläche an den Fingern wie viele kleine Saugnäpfe wirkt und so ein Abrutschen beim Erklettern nasser Oberflächen verhindert. Rutschreduktion. Ich meine, wahrscheinlich braucht man alle drei dafür, aber quasi an der Wand kleben, ohne abzurutschen, sogar im Regen. Aber werden wir auf jeden Fall ausprobieren das nächste Mal. Also wenn es schon reicht, wäre das übertrieben gut. Nice. Wenn das schon reicht, wäre das übertrieben gut. Gar keine Frage. So, ist hier eigentlich irgendwas Spannendes? Habe ich hier irgendwas übersehen damals? Ich meine, hier waren, im Original waren hier richtig viele Crocs. Bei diesem Baumstamm und so, ne?
können ja mal kurz hier hochklettern. Ja, natürlich ist er wieder ein Krog. Wo ist denn der Ballon? Oh. Oha! Nice. Gleich 3 Stück. So, also es war ein ziemlich sicherer Krog, ne? Und dann war da drin war ein Krog. Ja, da ist diesmal nicht auch nochmal ein Krog. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Okay. Gehen wir vom Plateau wieder runter. Es fühlt sich, ich muss sagen, es fühlt sich so ein bisschen nostalgisch an, auf diesem Plateau rumzulaufen. Ne? Es ist. Obwohl es ja hier einfach jetzt halt einfach dazugehört zur normalen Fläche. Und man überhaupt kein Problem hat, hier hochzukommen, wie man gerade gesehen hat. Oh, Ausdauerknäuel. Oh ja, nice, nice, nice. Feuerfrüchte, immer gerne. Ja, also obwohl es ja gar kein Problem ist, hier hochzukommen. Weil da wiederum die Mauer scheinbar viel niedriger ist als zuvor. Zu welcher Höhle will der denn gehen? Oh, hier ist tatsächlich eine Höhle. Unter dem Plateau ist eine Höhle. Okay. Rein da. Höhle am vergessenen... Oh, ich stehe da ein bisschen ungünstig. Höhle am vergessenen Plateau. Die ist hoffentlich nicht zu groß. Alter, imagine, ich hätte den Gorone noch nicht. Das wäre so dämlich. Ja, auf jeden Fall erstmal wieder hier Kollegen. Am Start. Oh shit. Da hat sich meine Fee gleich wieder verabschiedet. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn ich aber halt auch so verschwenderisch mit denen umgehe, ne, das ist schon echt. Das ist schon echt doof von mir, muss ich gestehen. Dass ich die Feen immer, wenn so. Also kaum habe ich sie, sind sie halt auch schon wieder weg, ne? Das ist so ein bisschen. Naja. Nicht so smart von mir. Aber was soll's. Jetzt wäre es wieder interessant zu wissen, ist das eine Durchgangshöhle? Ist in der Höhle ein Schrein? Okay, auf jeden Fall. Gibt es hier mehr geheime Wege? Ach Mann! Oh, hier gibt es richtig viele Wege. Oh mein Gott. Ach nö!
Mann, beide Feen schon wieder weg. Wie schlecht. Wie schlecht einfach nur. Okay, wir gehen erstmal durch den blauen Weg. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich wieder den Koronen in irgendeine Donnerblume reinfahre. Das wäre nicht meine Absicht. Ja, hier müssen wir längs. Ha! Haben wir schon mal das erste Höhlenziel erreicht. Sehr gut. Das erste Höhlenziel erreicht. Mehr ist hier gar nicht in dieser Abzweigung. Okay. Das heißt, jetzt gilt es noch, diesen Weg hier aufzureißen. Lauf halt nicht weg. Nice. Da ist noch kein einziger Durchgang erkennbar. Ihr solltet abhauen, ihr sollt herkommen. Hier ist ein Schrein, tatsächlich. Ja, geil. Okay, das ist ein Schrein direkt zum Plateau. Also direkt unter dem Plateau. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich will nur kurz gucken, ob hier noch irgendein Weg ist oder so. Nee, ne? Okay. Ja, dann schreien it in. Nein. So. Ist es ein Belohnungsschrein, ist die Frage. Das wäre sehr cool. Weil oft waren jetzt die Höhlenschreine Belohnungsschreine. Nope. Himmel und Erde. Okay. Sagt mir noch gar nichts. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Das fühlt sich wie so ein Kampfschrein an. Aber Himmel und Erde klingt nicht wie ein Kampfschrein. Nee. Ah, oh, was? What? Oh Gott, ist das irgendein Rätselschrein? Also da sind zwei Kugeln. Da sind zwei Kugeln. Aber ich habe sechs Felder. Ich habe mehr wie sechs Felder. Ich habe viel mehr wie sechs Felder. Sind da genau vier Säulen? Ja, okay, alles klar. Das ist Himmel. Die sagen mir, welche ich auch aktivieren soll. Okay, gut, gut, gut. Schon verstanden. Schon verstanden. Dann haben wir einmal den Kollegen hier oben. Dann haben wir den Kollegen da drüben. Let's go.
Dann haben wir jetzt sehe ich es nicht mehr. Ja. Den Kollegen hier. Ah, super geworfen. Oh, come on. Sehr gut. Und dann haben wir noch da drüben den Kollegen. Okay. Ja, also das kann man durch Rat nicht rausbekommen. Sehr schön. Sehr schön. So, da ist meine Truhe. Maxi-Medizin, let's go. Waren das alle Truhen? Vermutlich ja. Ja, sehr geil. Cool, schöner Schrein. Sehr schöner Schrein. Okay. Und wir können schon wieder uns einen neuen Container holen. Sehr, sehr cool. So. Jetzt will ich aber mir noch kurz das Kolosseum anschauen, weil wir, wie gesagt, schon da oben waren. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Und dass ich die Höhle schon wieder entdeckt habe, war auch nur purer Zufall, weil ich dieses Viech gesehen habe. Also das war überhaupt nicht der Plan. Deswegen jetzt ohne Umschweife raus hier. Und weiter geht's. Ich will nur wissen, ob da drin wieder eine Leune ist. So, na, so die paar Sachen würde ich gerne in Erfahrung bringen. Wartet da wieder eine Leune auf mich und so weiter und so fort. Da ist das Plateau, ne? Ja. Und jetzt sind wir nämlich auch das bei dem, was ich vorhin immer gesehen hatte, diese Teile da. Was das ist, können wir jetzt auch mal rauskriegen. Oh. Das ist ein Minispiel, oder was? Ja. Ich habe einen riesigen Turm gebaut, sieh mal. Oh. Ganz oben am Turm ist eine große Glocke. Ich finde, die eignet sich toll für eine Kraftprobe. Willst du die Kraftprobe mal machen? Ja, let's go. Die Glocke oben am Turm richtig laut anschlagen. Das ist die Kraftprobe. Klong. Wirf was Großes auf die Glocke, so fest du kannst, dann wird die Glocke dir antworten. Du kannst alles werfen, was du hier findest. Das ist übrigens, das ist übrig geblieben, als ich den Turm gebaut habe. Da ist auch Kram mit dabei, den ich nicht verstehe. Aber du kannst alles werfen, was du magst. Oh. Sobald die Glocke ein Geräusch von sich gibt, ist die Kraftprobe vorbei. Du hast also nur einen Versuch. Okay. 30 Rubine, okay. Ich habe jetzt ja erst gedacht, ich knall den Goronen da hoch. Aber der würde wahrscheinlich nicht... Naja, der würde da nicht hinrollen. Das ist natürlich ärgerlich.
Okay, sind hier Raketen am Start? Ja, Raketen. Okay, ja, gut. Wenn Raketen am Start sind, dann ist doch glasklar, was wir machen. Dann ist doch glasklar, was wir machen. Was immer das ist. So. Ist noch eine Rakete am Start? Ja, nee. Das ist leider keine Rakete mehr. Ob eine Rakete ausreicht? Na gut. Wir probieren es mal aus. Aber ich muss sagen, was das angeht, bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch. Vor allem, die schießt halt jetzt nicht dahin, wo ich hin will, ne? Nee, das haut nicht hin. Wir haben nur die eine Rakete, das ist ein bisschen ärgerlich. Die Zeitbomben nützen mir gar nicht. Was sollen mir die Teile nützen? Also, nee. Nee, das ist irgendwie Quatsch. Aber das wird nicht gut gehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in die richtige Richtung dann am Ende läuft. Naja, das fühlt sich nicht richtig an. LOL. Ja. Das war's dann mit der Rakete. Das wird nicht ausreichen. Nicht mal ansatzweise. Okay, pass auf. Ah, hier ist das hoch. Hält das noch? Ja. Irgendwie hält's noch. Ich merke gerade, ich muss das anders machen. Ich kann das nicht. Ja. Ich kann das nicht so hoch setzen und dann da nicht mehr rankommen. Ach, das geht nicht.
Das geht nicht. Aber wir haben noch einen, wir haben noch so ein Metallding, oder? Ja, wir haben noch so ein Metallding. Dann nehmen wir lieber den Kollegen. So, wie viel von den Stangen habe ich noch? Okay, ich habe noch ein paar. Drei Stangen. Nee, ich glaube, wir brauchen noch mehr. Okay, mal gucken. Aber die kann ich jetzt nicht so hinstellen, wie ich das wollte. Aber ich wollte den eigentlich schon. Jetzt da draufstellen, aber das geht nicht. Na, so jetzt drauf... Ja, Bruder. So jetzt draufstellen, aber das... Ja... Ah, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich das will. Aber ihr seht, das wäre von der Höhe her, glaube ich, ist sogar zu hoch, ne? Ich glaube, einstecken kann ich wieder wegmachen. So. Kann ich den jetzt wieder hinstellen? Nein. Ja, das sieht doch schon gut aus. Nein! Der ist zu lang. Guter. Dann nur mit dem, oder was? Wäre witzig, wenn ich selber so Geräusche machen könnte. Und das dann schon zählt. Aber das glaube ich nicht. Nee, das zählt nicht, ne? Nein. Okay, das zählt nicht. Schade. Nein, der kippt wieder.
Okay, weil der zu ungerade ist. Ja, ich verstehe schon. So, aber dann müsste ich doch das jetzt schaffen. Der ist fast immer noch zu lang. Ich muss den Stein auch noch ein bisschen mittiger dann dran packen, ne? Das kann ich auch gleich machen. Weiß ich nicht. Der fühlt sich jetzt nicht so gerade an, ehrlich gesagt. Ei, ei, ei. Nein! Mann, dass die Scheiße immer gleich kippen muss. Okay, ich sehe schon, da brauche ich mehr Plattformen und drunter. Die auch ordentlich Gewicht vertragen. Dann fällt es jetzt auch nicht mehr. Es fällt noch. Es fällt leider noch. So. Das war kein Versuch, liebes Spiel. Oh mein Gott, das ist immer noch nicht stabil genug. Oh ja.
Bruder! Voll auf die Mütze bekommen. Okay, an die Seite muss noch was ran. Ja. Nein, jetzt hat sie... Jetzt hat sich mehr gelöst, als ich wollte. Jetzt ist das doch aber wohl hoffentlich stabil genug. Heieiei. Nein, jetzt ist es ungerade. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? So. Das ist doch jetzt mal schön gerade. Ah, das ist... Das habe ich befürchtet, es ist nicht hoch genug. Also dann war... Ah, nicht so. Nicht so. Dann war aber mein Ansatz ja gar nicht verkehrt. Dann kann ich den die restliche Höhe jetzt mit ein paar Fässern nämlich noch verknüpfen. Ich hab nur ein bisschen... Ah, toll. Ja. Ich hab nur ein bisschen Bedenken, dass es nicht... Also, dass der Schwung nicht ausreicht für den Ton. Ich sehe halt nichts, Mann. Ich. Ja, okay, er hat es tatsächlich richtig gesetzt. Oh, und dann reißt er ab. Oi. Das heißt, das Gewicht ist zu stark, oder wie sehe ich das jetzt? Aber ich habe ja sonst nichts, womit ich noch mehr Schwung holen kann. Die Raketen sind weg. Ah, ich habe die Teile, die ich in den Boden rammen kann. Inwiefern bringen mir die Teile, was ich in den Boden rammen kann? Mal nachdenken.
wenn ich die hier reinrammen kann. Ah, nee. Ah, wobei. Doch, das könnte auch funktionieren. So. Hier geblieben. Wenn das jetzt funktioniert, wäre das schon ziemlich witzig. Nein! Nein! Mann, bleib doch einfach oben drauf liegen, du dumme Kugel, ey. Mein Gott. Es hat gereicht. Oh, yes. Schwere Geburt. Ich dachte, ich höre ein Monster brüllen. Das war schon ziemlich laut. Der Rekord liegt bei 94 Gorodezibel. Hier, das ist für dich. Kleines Dankeschön für den tollen Klang. Ah, das war nicht laut genug, ja. Das war nicht laut genug. Okay. Ja, jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich ist das Maximum, was man bekommen kann, dann Diamant oder sowas. Okay, ich wollte aber ursprünglich mir die Arena anschauen. Hat gut funktioniert. Bruder, was ist denn jetzt kaputt? Okay, da ist definitiv irgendwas drin. Aber kein Leune. Okay, wir hatten schon lange kein Gewitter mehr. Der leitet keinen Strom. Das passt. Das passt auch. Es dürfte aktuell nichts von mir Strom leiten. Sehr gut. Oh no! Nee, wir rutschen da nicht runter. Okay, wir können gleich mal was austesten. Jetzt kommt der große Moment der Wahrheit. Ich kann klettern im Regen. Ich kann im Regen klettern. Wie krank ist das denn? Donner.
Giriok. Ja, ist klar. Wieso steht da Parasegelstoff? Ach, weil man jetzt... Okay, jetzt zeigt er bei verschiedenen Sachen auch an, dass man da Parasegel bekommt. Okay. Bruder. Da war mal ein Leune drin, jetzt ist da so ein Griok drin. Natürlich. Natürlich, was auch sonst. Dann sind das wahrscheinlich so die... Ich meine, es gibt ja Leunen, haben wir schon gesehen. Ah, aber dann sind das wahrscheinlich so die neuen Leunen. Es wäre interessant zu wissen, ist hier irgendwo eine Truhe am Rand oder so, die man noch mitsnacken. Schaut mal, alleine hieran sieht man, wie viel breiter alles geworden ist. Das war in Breath of the Wild niemals so breit. Das ist einfach alles dimensioniert geworden, also viel größer geworden. Hat er mich jetzt schon bemerkt? Bin ich da? Okay, das sieht er. Oh, ja, gut, hat meine Kollegen wahrscheinlich bemerkt. Ja. Ich bin immer noch nicht da. Warum schießt du auf eine einsame Säule? Was hat die Säule dir getan? Okay, wie viel Schaden macht so ein Pfeil? Bisschen. Oh, das war nicht so gut. Oha! Aber meine Kollegen geben dem auch gut. Sollen wir mal eine Donnerblume reinjagen? Coole Donnerblumen. Moment, wie sortiere ich um? Y, ne? Yes. Bam. Aber das scheint ihn nicht so zu jucken, wenn ich mir das so angucke. Wobei, doch, der eine Kopf ist down, richtig? Der eine Kopf ist komplett down. Okay, ja. Oh, ist der Kopf wieder oben? Oh ja, der Kopf ist wieder oben.
Also wie soll man so einen Kampf denn bestreiten, wenn man nicht so eine Säule hat? Ja, okay. Es war ein Versuch. Es war nur ein Versuch. Es war nur ein Versuch. Okay. Ist noch nichts für uns, so ein Viech. Ist noch nichts für uns. Wahrscheinlich wird es nie was für uns werden. Also, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich dieses Viech bezwingen kann, aber hey. Vielleicht geht man den auch ganz anders an. Keine Ahnung. Ich will mal noch was anderes probieren. Jetzt habe ich nämlich alle drei down. Jetzt habe ich nämlich alle drei down, ne? Genau so. Ja, okay. Also doch, man hat schon ordentlich abgezogen dadurch. Aber das heißt, man muss alle drei down kriegen. Man muss alle drei runterkriegen, dann kann man den ganzen Körper angreifen. Ja, also, okay. Ist interessant, aber noch nichts für mich. Aber ist interessant. Definitiv interessanter Kampf. Aber wie gesagt, noch nichts für mich. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch absolut in Ordnung. So. Dann sind wir in dieser Aufnahmesession leider Gerudo Valley nicht wirklich näher gekommen. Also so gar nicht. Aber wir haben in dieser Aufnahmesession... Wieso bin ich jetzt wieder abgerutscht? Ich dachte, ich habe den Kletteranzug. Ah, okay. Also es ist noch nicht optimal, aber es geht. Es ist besser, aber es ist noch nicht optimal. Ich verstehe. Wir haben ja auch noch nicht alles bekommen. Ne? Es gibt ja noch noch zwei weitere Teile, die man da bekommen kann. Okay, ja, und dass hier jetzt Gewitter ist, ist klar wegen dem Donnergriox, habe ich verstanden. Gut. Oder es ist jetzt Zufall, weil, keine Ahnung. Aber es wäre großer Zufall. Aber ich meine, gut, das Wetter da unten zeigt auch so Gewitter an. Ne? Ja, dann soll es das gewesen sein. Ich hatte in der Aufnahme völlig andere Dinge vor. Ich würde nicht sagen, dass wir sinnlose Sachen gemacht haben. Wir haben halt nur nicht das gemacht, was ich wollte. Wir haben halt nur nicht das gemacht, was ich wollte. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Ist das da drüben ein Turm, den wir schon haben? Nein. Sollen wir zum Abschluss der Aufnahme noch vielleicht zu dem Turm gehen? Ich bin ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Da sollen sich meine Kollegen drum kümmern. Oder so. Oder so. Oh mein Gott. Das Gewitter hat einfach die Giga beendet.
endet. Holy moly, der Blitz kam, sah und zerstörte. Aber komplett. Crazy. Oh, Hyrule-Tomaten sind hier. Das ist auch voll gut. Ach, das ist der Turm da drüben. Ja, da ist es ja da, wo ich hin will am Ende. Da kommen wir jetzt noch nicht so schnell hin. Was ist das? Was ist hier drüben los? Ah, sind da auch solche Dinger? Ach, das Gerudo-Tal. Pferdestation. Okay. Nee, hier ist was anderes. Was ist das denn hier? Da ist auch so eine Ruine runtergekommen. Oh, und mehr Tomaten. Nee, Chili. Und Holz. Ja. Guten Morgen. Oh, bist du etwa ein Reisender? Ich bin hier, weil ich die riesigen Ruinen, die am Eingang des zum Gerudo-Tal vom Himmel gefallen sind, untersuchen will. Ha. Durch den Kataklysmus sind überall Ruinen aus dem Himmel herabgefallen, aber die Ruinen hier sind besonders groß. Wir haben daher ein Lager aufgeschlagen und wollen umfangreiche Forschungen durchführen. Okay. Oh. Besuch doch Kakariko. Ja, das habe ich getan. Oh. Okay. Aber habe ich jetzt hier irgendwas zu tun? Oder? Also hier ist ein Forscherlager, ja? Okay. Ah, hier ist sogar so ein Ding, okay. Oh, hier sind... Okay, hier sind wirklich große Ruinen gelandet. Ja gut. Aber die haben alle kein so Ausrufezeichen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt so relevant für mich sind, wenn ich mit denen quatsche. Die Ruinen scheinen mir jetzt auch nichts zu bringen hier so konkret. Na, ist da vielleicht ein Krog noch oben zumindest? Oh, eine Truhe ist hier auf jeden Fall. Ja, den nehmen wir gerne mit. Aber nachdem wir jetzt rausgefunden haben, dass das ja eh nur ein einziges Mal benutzt werden kann, naja. Na, das habe ich mir anders erhofft. Aber so wirklich viel ist jetzt nicht an der Ruine los. Okay, gehen wir noch kurz zu der da drüben. Gehen wir noch kurz zu der da drüben hin. Die will ich mir noch anschauen. Die will ich mir noch geschwind anschauen. Die sieht ein bisschen größer aus. Oh, die sieht viel größer aus. Oh je. Ja, Eingang zum Gerudo-Tal. Okay. Ich glaube fast, das könnte am Ende wirklich... Ja, guckt euch das mal an. Das könnte am Ende wirklich der richtige Weg zum Gerudo-Tal sein.
Deswegen beenden wir hier mal den Part. Vielleicht habe ich dann zumindest jetzt zum Ende des Parts das gefunden, wo ich eigentlich zu Beginn des Parts hin wollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.